Im fernen Land Israel lebte vor 2000 Jahren eine Schildkröte. Sie hieß Sophia und sie war alt und weise. Alle Weissagungen der alten Propheten hatte sie gelesen und kannte sie in- und auswendig. Und sie glaubte ihnen. Sie glaubte ganz fest daran, dass einer kommt, der alles gut macht. Ein Heiland, ein Helfer. Die Schildkröte wartete und wartete. In ihrem langen Leben hatte sie so viel Unheil gesehen, dass sie es kaum mehr tragen konnte. Wie eine schwere Last lag alles auf ihr. Eines Tages fühlte sie ein bisher unbekanntes Reißen in ihren Gliedern. Es liegt was in der Luft. Ich glaube, es ist soweit. Der Heiland kommt und er kommt in Bethlehem zur Welt. Ich muss mich auf den Weg dorthin machen. Ich möchte ihn als Erste begrüßen. Und so machte sich die Schildkröte Sophia auf den langen Weg. Bedächtig und langsam, aber voller Hoffnung. Auf einmal stand da ein Wolf vor ihr mit struppigem Fell, grün funkelnden Augen und einem riesigen Maul voller scharfer Zähne. Er knurrte die Schildkröte böse an. Hast du keine Angst vor mir? Warum sollte ich Angst vor dir haben? Weil ich so böse bin. Wer sagt das? Die Menschen. Warum sagen die Menschen das? Weil ich die Schafe fresse. Und wozu brauchen die Menschen die Schafe? Weil sie sie selber gerne essen. Und da nennen sie dich böse, weil du das Gleiche tust wie sie? Du bist auch nicht böser als die Menschen. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Doch was kann ich tun, dass mich die Menschen nicht mehr hassen? Kein Mensch kann etwas dagegen tun. Aber ich weiß, es wird sich etwas ändern. Es kommt einer, der jeden Menschen liebt. Jeden. Das ist unmöglich. Auf ihn warte ich schon lange. In Bethlehem kommt er zur Welt. Ich gehe zu ihm. Kommst du mit? Wenn du meinst, dass er mich nicht hasst, dann gehe ich mit. Und so war die Schildkröte Sophia nicht mehr alleine auf ihrem Weg. Sophia war sehr froh, als sie wieder raus war aus der gefährlichen Stadt. Bald fand sie einen herrlich duftenden Krautacker. Genüsslich ließ sie sich einige saftige Blätter schmecken und machte ein kleines Mittagsschläfchen. Dann ging sie weiter und traf schon bald auf ein Schaf. Du liebe Güte, ich habe bestimmt Stunden geschlafen. So ein Leichtsinn, ich muss schnell weiter. Wohin so eilig? Nach Bethlehem. Zum Heiland der Welt. Du kannst hier bleiben, er wird dich gar nicht bemerken. Er kommt nämlich zu den Menschen, nicht zu den Tieren. Nein, das glaube ich nicht. Doch, doch, wir sind dazu noch so unbedeutend. Du bist ganz langsam und mich nennt man dumm. Bei Gott ist niemand unbedeutend, glaub mir. Was glaubst du, wie sehr man sich in Bethlehem über deine weiche, warme Wolle freut und deine schönen Augen? Komm doch mit. Meinst du? Ja, ich meine. Manchmal wollte Sophia ganz allein gehen auf ihrem Weg, weil sie nachdenken musste über die alten Propheten. Dann aber freute sie sich auch über neue Bekanntschaften. Vor einem wunderschönen Stadttor traf sie einen Esel. Kannst du mir sagen, ob dies der Weg nach Bethlehem ist? Mich darfst du nicht fragen. Ich bin dumm. Wer sagt das? Die Menschen. Wenn du alles glaubst, was die Menschen sagen, bist du ein wenig einfältig. Ich sage dir, du wirst noch einmal sehr berühmt werden. Wenn ich die Weissagung des Propheten Zacharia richtig verstehe, könntest du es sein, der den Heiland der Welt einmal tragen wird. Hinein nach Jerusalem. Wer ist das, der Heiland der Welt? Das ist der, der in wenigen Tagen zur Welt kommt, in Bethlehem. Er ist ein bisschen wie du, gutmütig und erträgt die Lasten der Menschen und wird dafür ausgelacht. Sag, willst du ihn dir nicht doch ansehen? Sicher, wo ich ihn doch vielleicht einmal tragen werde. Ein Ochse stand auf einer Wiese und fraß Heu. Um ein Haar hätte er die Schildkröte Sophia mitgefressen. Hey, kannst du nicht aufpassen? Oh, Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Immer leiden die Kleinen unter den Großen. Sag das nicht. Ich muss unter den Menschen leiden. Dabei sind sie viel kleiner als ich. Von früh bis spät plagen sie mich.
lass dir es nicht gefallen. Reiß aus. Geh mit mir nach Bethlehem. Denn sogar der Prophet Jesaja schreibt, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe des Herrn. Es könnte doch möglich sein, dass du und der Esel... Ja, das ist es. Komm schnell. Tut mir leid. Ich verstehe überhaupt nicht. Macht nichts. Komm trotzdem. Glaub mir, man braucht dich doch. Meinst du, ich könnte vielleicht das Kind wärmen mit meinem warmen Atem, wenn es friert? Ja, zum Beispiel. Komm, es eilt. Manchmal wanderte Sophia auch ganz gern bei Nacht unter dem Sternenhimmel. Sie wollte ja auf keinen Fall den großen Stern verpassen, wenn er aufgeht. In der Nacht kam sie an ein kleines Feuer. Sie hörte jemanden singen. Es war ein sehr trauriges Lied. Ein junger Hirte sang es. Warum singst du mitten in der Nacht? Und warum ist dein Lied so traurig? Weil ich Angst habe vor der Dunkelheit. Vor der Dunkelheit brauchst du aber keine Angst haben. Bald wird ein Stern aufgehen, der alle anderen Sterne überstrahlt. Dann wird einer geboren. Ein Licht in der Finsternis. Es ist eine uralte Weissagung. Und wenn ich daran denke, vergeht meine Angst. Du, ich finde, es ist ein bisschen heller geworden. Kein Wunder. Hirte, schau hinauf zum Himmel. Da ist er, mein Stern. Schau doch, wie groß und strahlend er ist. Der Stern von Bethlehem ist aufgegangen. Der Heiland der Welt ist geboren. Sagst du Bethlehem? Schau, da unten ist Bethlehem. Mein Gott, Hirte, mir ist ganz schwindlig vor Freude. Nimm mich bitte an die Hand und nimm mich das letzte Stück mit. Dann sind wir schneller beim Kind. Zärtlich nahm der Hirte Sophia an die Hand. Er spürte ihre Aufregung. In Bethlehem selbst war es ganz leicht, das Haus zu finden. Strahlend schön und hell stand der Stern über einem Stall. Der Hirte ließ Sophia wieder los. Hinein in den Stall sollte sie alleine gehen. Und dann war der große Augenblick gekommen. Sophia war am Ende ihrer Reise. Ganz langsam kroch sie über die Schwelle und dann sah sie das Wunder der heiligen Nacht. Und es war genau so, wie die alten Propheten es geweissagt hatten. Sie sah das Kind, seine Mutter, seinen Vater. Sie sah all die anderen, mit denen sie unterwegs gewesen waren. Der Ochs hauchte schon eifrig seinen warmen Atem in die Krippe. Der Esel stand neben ihm. Friedlich standen Wolf und Schaf beieinander.